Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für ein Food Diary und diesmal gibt es ein Food Diary aus Sizilien. Ihr seht, was ich an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen hier in Sizilien gegessen habe. Ich möchte noch erwähnen, dass ich in Deutschland viel weniger Früchte esse, als wenn ich im südlichen Europa unterwegs bin, weil es hier einfach viel mehr reife, hochwertige Früchte gibt. Wenn ich in Deutschland bin, esse ich ein, maximal zwei verschiedene Fruchtsorten und auch viel weniger an einem Tag und esse dafür mehr Gemüsefrüchte, mehr Sprossen und mehr Wildgrün. Wenn ich im europäischen Ausland, im südlichen Europa unterwegs bin, dann liegt der Fokus eher auf Früchte, Gemüsefrüchte und grünes Blattgemüse. Ich habe ja auch immer meine grünen Pulver dabei, also Grashaftpulver und Silizium Plus und Wildkräuter Plus heißt es, glaube ich, Wildkräuter pur, Wildkräuter Plus habe ich noch dabei. Diese drei grünen Pulver, da gibt es eben die reifen Früchte, das grüne Blattgemüse. Und hier vor Ort habe ich auch eine grüne Wildpflanze gefunden, den wilden Portulak, den gibt es auch bei uns in Deutschland. Ich glaube, letztes Jahr habe ich ein Video zu dieser Wildpflanze gemacht. Das Video verlinke ich euch oben in den Infokarten. Vielleicht findet ihr den wilden Portulak auch bei euch in der Umgebung. Jetzt geht es erstmal los mit meinem Food Diary aus Sizilien. Es ist nach 14.30 Uhr, ich glaube so gegen 14.38 Uhr. Ich habe heute schon nach dem Sport ein bisschen Wasser getrunken. Jetzt gibt es eine größere Menge Wasser, es sind ca. 400 ml Wasser mit 3 gehäuften Teelöffeln Grashaftalkalisierer, also meinem geliebten Grashaftpulver. Das besteht aus Gerste und Kamut, besser gesagt aus dem gepressten und getrockneten Saft von Kamut und Gerstengräsern. Es ist jetzt gegen 16 Uhr. Für mich gibt es die nächste grüne chlorophyllhaltige Flüssigkeit. Das sind ca. 400 bis 500 ml Wasser. Und dieses habe ich mit ca. 2 gehäuften Teelöffeln Silizium Plus vermischt. Und Silizium Plus besteht aus Brennnesselpulver, Ackerschachtelhalmpulver und Bambus. Es ist gegen 18.30 Uhr. Ich beginne meine erste feste Mahlzeit am Tag und ich starte mit Wassermelone. Nach der Wassermelone gibt es noch eine halbe Honigmelone. Die Melonen sind langsam durch. Jetzt ist wieder ein bisschen Platz im Bauch und jetzt gibt es Feigen, natürlich nicht alle. Wir haben heute oder diese Feigen haben wir heute gekauft. Die haben wir schon gestern gekauft und heute den ganzen Tag in die Sonne gelegt. Und jetzt werde ich mich einfach ein bisschen an Feigen laben. Gegen 13 Uhr hatte ich einen Grassaft, also ein bisschen Wasser, so 400 ml Wasser mit 2 Teelöffeln Grassaftpulver vermischt und getrunken. Habe ich leider vergessen mitzufilmen. Jetzt ist es gegen 14.45 Uhr. Wir sind hier auf einer Permakulturfarm. Und hier trinken wir so eine Art Obstsmoothie aus reifen Mangos, Maracuja und Zitrone, sehr, sehr lecker. Wir sind ja hier auf der Permakulturfarm und hier seht ihr regionale sizilianische Mangos. Die kann man sogar mit Schale essen und da habe ich jetzt schon mal eine kleine Mango probiert. So lecker, richtig lecker. Also habe ich heute schon nachmittags gegessen statt am Abend. Es ist jetzt gegen 19.30 Uhr. Ich habe gerade die Hälfte von der Hälfte einer großen Wassermelone gegessen. Als nächstes gibt es leckere sizilianische reife Mangos. Simon, willst du mit? Also Simon hilft mir dabei, ich esse die nicht alle alleine. Willst du mal probieren? Kannst du mit Schale essen? Lecker. Lecker, ne? Mit Schale ist so ungewohnt. So, ich esse jetzt auch noch gleich ein kleines Stück Papaya. Das seht ihr hier, also es sind so 3 Stücke. Und hier seht ihr die tolle Farbe von der Mango, so ein schönes Gelb. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so gelb-orange, ob man das jetzt so gut sehen kann. Doch hier hinten sieht man das schon. Genau, so sieht die Mango. Wie heißt sie nochmal? Glen. Glen, Mango Glen. Wir haben ja heute von der Permakulturfarm auch Feigen mitgebracht. Die wurden ja ganz frisch geerntet. Und davon werde ich jetzt auch mal ein paar probieren. Das ist der zweite Teil meiner Abendmahlzeit. Ich hatte ja Wassermelone, ein paar kleine Mangos und ein paar Feigen. Jetzt brauche ich etwas Herzhaftes, was überhaupt nicht süß ist. Dafür habe ich Gurkenscheiben und darüber habe ich etwas
Wildkräuterpulver plus gestreut. Das gibt es auch bei Lebenskraft pur. Da habe ich mir eine kleine Portion abgefüllt und mitgenommen. Dann haben wir hier wilden Portulak, eine Wildpflanze, die es auch hier vor unserer Unterkunft gibt. Dann ein paar Blätter Romana-Salat. Dann habe ich hier noch ein paar Tomaten mit Knoblauchstücken und hier eine halbe kleine Avocado von der Permakulturfarm. Ich habe heute gegen 12 Uhr wieder Grassaft getrunken, also Wasser mit Grassaftpulver. Das waren ca. 500 Milliliter mit einem gehäuften Esslöffel. Ich habe es leider vergessen mitzufilmen. Und gegen 16 Uhr habe ich mein Siliziumwasser getrunken. Das waren ca. 700 Milliliter mit zwei gehäuften Teelöffeln Siliziumpulver. Und jetzt ist es, wie spät? 17:17 Uhr. Wir waren gerade hier im Bioladen in Messina und jetzt gibt es hier noch so ein Getränk. Das ist Ingwer, irgendwie so ein Ingwer-Zitronengetränk. Was ist denn da noch drin eigentlich? Traube, Ingwer und Zitrone müsste da drin sein. Ja. Mhm. Genau, das war jetzt schön kaltgepresst. Kaltgepresst. Und das war jetzt hier schön in der so einer Kühltour. So ein Kühlschrank. Und das werde ich jetzt noch trinken, bevor es dann, wenn wir wieder in Cresta sind, die erste Mahlzeit gibt. Es ist jetzt gegen 19 Uhr. Ich beginne meine feste Mahlzeit für heute. Hier habe ich ein Stück Melone. So ein Viertel von einer großen, ist ein Viertel von einer großen Melone. Oder ein bisschen weniger als ein Viertel, oder, Henry? Ja, genau. Ein bisschen weniger als ein Viertel. Und das teile ich mir mit Simon. Also ich esse dann hier so die Hälfte davon. Nach der Melone gibt es noch ein paar Früchte, die wir auf der Permakulturfarm gegessen haben. Also Melone, ich glaube, ich hatte das schon mal im Foodiary erwähnt, besteht ja zu ca. 95% aus Wasser. Das ist ja eher Trinken als Essen. Wenn ihr Wassermelone entsaftet, dann bleibt ganz wenig Tresto übrig. Da seht ihr mal, wie viel Wasser eigentlich die Melone enthält. Und jetzt gibt es ein bisschen dichtere Früchte. Da habe ich hier drei kleine Mango, die ich mit Schale esse. Und dann hier noch so ein paar Früchte, Beeren auch, dann haben wir hier Litschis, Physalis, frische Acerola, das sind drei frische Acerola-Beeren, Carissa, das rote, Carissa, dann haben wir hier noch drei Melarosa und das ist eine Frucht, die ist so ein bisschen wie eine Maracuja, eine Passionsfrucht, da isst man nur die Samen, die so ein bisschen knusprig sind. Pitanga. Genau, das esse ich jetzt. Und dann gibt es noch herzhaftes. Das ist der letzte Teil meiner Mahlzeit. Heute gibt es ein bisschen Cheat Day. Ihr seht hier eine halbe Avocado und einen ganzen fermentierten Käse, vegan, aus Cashewnüssen. Das steht bei mir selten auf dem Speiseplan, sonst eher Salat, Gurke mit Wildkräuterpulver. Hier ist eine Wildpflanze, das ist der wilde Portulak und dann hier noch Tomaten mit Knoblauch. Also normalerweise esse ich das ohne diese Fettquellen. Aber heute kann ich das auch mal essen und genießen. Hallo ihr Lieben, ihr habt ja gestern meine Abendmahlzeit gesehen. Das waren ein paar Früchte, Gemüsefrüchte, grünes Blattgemüse, Wildgrün, halbe Avocado und der fermentierte Käse. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es heute Morgen gleich gemerkt, dass es ein zu viel des Guten war. Ich hatte erstmal so ein bisschen aufgequollenes Gesicht und Augenränder. Und wir haben heute wieder unser Lauftraining absolviert mit Sprints. Man merkt dann einfach, dass die Schwere oder dass eine Schwere in den Knochen liegt, in den Muskeln liegt und man nicht so schnell gut starten kann. Nach so einem Kilometer hebt sich das dann wieder auf, aber am Anfang ist es viel schwerer, auch bei den Sprints ist es da viel schwerer, wieder in seine alte Kraft zu kommen, wenn man eben wasserhaltiger ist, also eher leichtere Kost, als wenn man eben so fetthaltige oder konzentriertere Kost isst. Und ich habe heute auch gemerkt, normalerweise trinke ich vor dem Laufen und während dem Laufen nichts, dann erst so circa eine halbe bis eine Stunde nach dem Laufen. Und heute habe ich auch ein, zwei Schlucke während des Laufens zumindest zu mir genommen, den Mund ausgespült oder wieder ausgespuckt, weil der Mund einfach so trocken ist. Wenn ich abends nur wasserhaltig esse und grün, dann fällt mir das beim Laufen überhaupt nicht auf. Also das wollte ich mal mit euch teilen. Also wenn ich leichter esse, wasserhaltiger, dann bin ich auch am nächsten Tag beim Laufen, beim Sprinten viel leistungsfähiger. Und es kommt ja auch dazu, hier in Sizilien ist es ja auch recht heiß. Also wir laufen meistens bei Temperaturen über 30 Grad. Vor ein paar Tagen waren es, glaube ich, sogar mal über 35 Grad. Und
der größte Teil der Strecke ist eben nicht im Schatten und das ist dann auch mal eine größere Herausforderung. Und ich habe dann heute auch gemerkt, wenn ich in der Sonne gelaufen bin, das war dann auch noch mal anders, als wenn ich nur wasserhaltig esse. Ne? Also das zieht dann schon ein bisschen Energie und man muss mehr Energie aufwenden, um seine Leistung einfach zu bringen. Also für mich geht es jetzt definitiv erstmal wasserhaltig und leicht weiter. Gegen 13 Uhr gibt es für mich wieder eine Portion Grassaft mit Wasser vermischt. Hier seht ihr die Portion. Ich glaube, das sind so 500 Milliliter Wasser mit 3 gehäuften Teelöffeln Grassaftpulver. Es ist jetzt gegen 18.30 Uhr. Ihr seht hier den ersten Teil meiner Mahlzeit für heute und die besteht aus Früchten. Ich habe hier diese tollen, leckeren, reifen Mangos von der Permakulturfarm. Dann haben wir heute frische Feigen gekauft. Da habe ich auch schon 5-6 Stück gegessen. Sehr, sehr lecker. Schmecken wie Honigeierkuchen. Dann haben wir hier noch ein paar Früchte von der Permakulturfarm. Papaya, Litschis, Physalis, Melarosa, Acerola. Das sind hier die vorderen drei roten Beeren. Und die anderen drei Beeren, das ist eine Sorte, da habe ich jetzt den Namen vergessen. Hier habe ich noch eine halbe sizilianische Banane, eine kleine Banane sowie eine Apfelbanane und die esse ich jetzt noch, bevor es dann das Gemüse gibt. Das ist der zweite Teil meiner Mahlzeit, Gurkenscheiben mit Wildkräuterpulver. Dann haben wir noch so kleine Tomaten, orangefarbene und rote, dann noch Stangsellerie und die Wildpflanze wilder Portulak. Hallo ihr Lieben, ihr habt ja gesehen, was ich gestern gegessen habe, sehr wasserhaltig, relativ clean, kein Salz, keine konzentrierte Kost. Salz habe ich ja nur in natürlicher Form zu mir genommen. Ich habe den Stangsellerie gesehen und auch den wilden Portulak. Beides schmeckt mineralisch leicht salzig. Sonst habe ich ganz einfach und sehr wasserhaltig gegessen und das habe ich heute beim Sport auch genau gemerkt. Ich komme gerade vom Laufen, habe auch viel am Berg trainiert und ein bisschen Schnelligkeit trainiert und heute war ich auch wieder voll in meiner Kraft und ich merke das auch vor allem, dass ich nicht zusätzlich trinken muss oder so das Gefühl habe, mein Mund trocknet aus. Also ich habe dann gemerkt, gerade wenn ich dann doch eine Anstrengung hinter mir habe, es war glaube ich auch ein Lauf, so eine Strecke, so ein paar hundert Meter richtig einen Berg hoch und das liebe ich ja, die Komfortzone zu verlassen, um mich da hoch zu kämpfen. Und gestern war es zum Beispiel so, bei der Strecke hatte ich danach total trockenen Mund und musste dann auch ein bisschen meinen Mund mit Wasser ausspülen. Heute hatte ich das überhaupt nicht. Ne? Also ich bin hochgelaufen, tief eingeatmet, noch ein bisschen Qigong gemacht, noch ein bisschen Atemübung und dann war, sage ich mal, der Speichelfluss wieder da und ich hatte überhaupt kein Bedürfnis zu trinken. Auch jetzt bin ich jetzt hier vor 5 Minuten wieder bei unserer Unterkunft eingetroffen, habe ich noch nichts getrunken, Speichel im Mund, ich fühle mich überhaupt nicht ausgedörrt und werde jetzt auch nicht unbedingt gleich unmittelbar nach dem Laufen etwas trinken. Ich werde mich jetzt erstmal noch ein paar ruhige Übungen machen, noch ein paar Kräftigungsübungen und werde dann erst später was trinken. Das ist meine persönliche Erfahrung, je wasserhaltiger ich esse, je einfacher, ohne Salz, kein Fett, dann bin ich mehr an meiner Kraft und mehr an meinem Fluss. Meine Erfahrung. Es ist jetzt genau 13.12 Uhr und ich trinke wieder meine Portion Wasser mit Grassaftpulver. Das waren ca. 500 Milliliter. Habe davon schon einiges getrunken. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen die Aussicht genießen, die Natur genießen und natürlich dieses wunderbare Getränk. Es ist jetzt gegen 17 Uhr. Wir waren gerade am Meer schwimmen und baden. Aber da hatte ich noch kein Bedürfnis, mein Silizium Plus zu trinken. Das hatte ich nämlich schon dabei. Jetzt sind wir wieder in der Unterkunft. Und jetzt trinke ich ca. 500 Milliliter Wasser mit 3 gehäuften Teelöffeln Silizium Plus. Es ist kurz vor 18 Uhr. Ich beginne meine eine feste Mahlzeit für heute. Und zwar beginne ich mit Wassermelone. Ihr seht hier die Hälfte einer großen Wassermelone. Und ich werde mir mit Simon wiederum die Hälfte davon heute teilen. Und die zweite Hälfte heben wir uns für morgen auf. Als nächstes esse ich noch die Hälfte einer kleinen Melone, wo wir nicht wissen, welchen Namen die hat. Weiter geht's mit meiner Früchtemahlzeit. Ich habe hier ein paar kleine Mangos von der Permakulturfarm, noch ein bisschen Beeren, rote Beeren von der Farm und Feigen, die wir gestern in einem Obst- und Gemüseladen gekauft haben. Meine Abendmahlzeit runde ich mit Gemüsefrüchten, Gurke und Tomaten ab, mit einer Portion wilden Portulak und etwas Sellerie, Stangsellerie.
Das war mein Food Diary aus Sizilien. Ich hoffe, euch haben diese Inspirationen gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald.